Herzlich willkommen heute zu Quellwerk. Es ist so gut, dass du dabei bist, denn Gott hat einen richtig guten und großen Segen für dich heute. Das Wort Gottes kommt aus Matthäus 14, Vers 27. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Auch Jesus wurde von schlechten Nachrichten getroffen, die gingen nicht an ihm vorbei. Und in dieser Begebenheit hat er kurz vorher gehört, dass sein Cousin Johannes der Täufer von Herodes enthauptet worden war. Und für mich war die Frage, wie reagiert Jesus auf negative Nachrichten, auf bedrohliche Situationen? Es heißt hier, und er ging in die Abgeschiedenheit, um die Angelegenheit mit Gott Vater zu besprechen, nicht mit Menschen. So lesen wir das in Vers 13. Und ich dachte, was für ein guter Ansatz. Mit wem besprichst du deine Sorgen, deine Ängste? Gehst du zum Vater? Er ist der Gott allen Trostes. Er weiß, was du brauchst. Ein paar Verse später, Vers 22, lesen wir, Jesus hatte nahezu 20.000 Leute mit Brot gespeist, die sogenannte Speisung der 5.000. Die Leute waren begeistert, wollten ihn zu ihrem Brotkönig machen. Die Jünger wurden gehypt als Superhelden. Aber Jesus wollte das alles gar nicht. Und da lesen wir in diesem Vers 22: Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das andere jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen hatte. Der See Genezareth ist der tiefliegendste Süßwassersee der Welt. Und er wird oft von einem heftigen Sturm, dem sogenannten Mistral, heimgesucht. Und auch in dieser Nacht sollte es so sein. Während Jesus in der Einsamkeit mit Gott Vater sprach, kämpften die Jünger in dem Boot mit dem ständig stärker werdenden Sturm. Und die Frage, die vielleicht den einen oder anderen Jünger beschlichen hat oder hätte beschleichen können, war die Frage: Jesus, hast du uns hier schutzlos diesem Sturm ausgeliefert? Willst du, dass wir ertrinken? Und die Antwort ist natürlich nein. Jesus sah seine Jünger von dem Berg aus. Er hatte sie die ganze Zeit im Blick. Und mich fasziniert dieser Gedanke. Jesus lässt dich nicht aus den Augen. Es gibt keinen Augenblick, wo er dich irgendeiner Schutzlosigkeit ausliefert. Sondern Jesus war da oben und er freute sich im Herrn. Er freute sich an seinem Vater. Und ich glaube, er traute seinen Jüngern zu, dass sie die Sache mit dem Sturm in den Griff kriegen würden. Würden sie ihre Autorität einsetzen? Im Bericht von Markus im 6. Kapitel, Vers 52 lesen wir: Denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Was hatten sie bei der Brotvermehrung gelernt? Jesus hatte ihnen einen Befehl gegeben, er hatte ihnen das Brot zum Verteilen gegeben und sie hatten gemerkt, dass dieses Material, das Brot, die Situation, sie konnte sich dem Befehl Gottes nicht widersetzen, sondern das Brot übernatürlich wurde mehr und mehr und mehr. Und 20.000 Leute und wahrscheinlich noch mehr wurden satt. Und das, was sie lernten, war, wenn Jesus in irgendeine Situation ihnen sein Wort gibt, ein Rhema-Wort hineinspricht, dann muss sich die Situation gemäß dem Wort Gottes anpassen oder notfalls verändern. Und hier in ihrem Fall hatte Jesus ihnen auch einen Befehl gegeben, nämlich fahrt auf das jenseitige Ufer. Und wenn Jesus ihnen ein Wort gegeben hat, dann kann kein Wind, kein Sturm, keine Macht der Finsternis sie davon abhalten, das Ziel zu erreichen. Denn alles muss sich dem Willen und dem Befehl und dem Wort Gottes beugen. Und das Wort Gottes in ihr Herz gegeben, möchte durch ihren eigenen Mund ausgesprochen werden. Wenn du mit dem Befehl und dem Wort und der Verheißung Gottes übereinstimmst, dann ist das Wort Gottes in deinem Mund ein Schwert und der Feind muss gehorchen. Doch die Jünger hatten ihre Position in Christus noch nicht verstanden.
Jesus ist und bleibt der übernatürliche Versorger. Er ist der Wunderrat, der göttliche Problemlöser. Und Jesus sorgt für seine Leute. In der letzten Nachtwache zwischen 3 und 6 Uhr morgens ist die, kommt Jesus über den See zu ihnen gelaufen. Er hatte sie die ganze Zeit beobachtet, jetzt kommt er hinein. Doch es ist noch dunkle Nacht. Aber der Morgen kündigt sich schon an. Die Finsternis wird dem Licht weichen müssen. Doch das, was die Jünger sahen, war nur Dunkelheit und Wellen und Wind. Jesus ist schon unterwegs, die Lösung ist schon nah. Der Retter, der Helfer kommt. Aber was die Jünger sahen, war nur Schwärze und Angst. Jesus tanzt siegreich über die Wellen, bewegt sich auf sie zu. Aber das, was die Jünger sehen, ist nur ein Gespenst kommt. Sie sehen nur die Angstbilder. Der Schrecken hatte sie gepackt und vernebelte ihre Wahrnehmung. Und ganz ehrlich, wir haben ganz oft mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Wir sind gefangen in unserem Erfahrungskäfig. Wir sind in unserem Denkgefängnis gebunden und wir nehmen die Gegenwart Jesu oft nur ganz, ganz verschwommen wahr. Jesus kommt immer, um unsere Unmöglichkeiten zu sprengen. Er ist niemals von irgendeinem Umstand oder einer Situation gefangen. Er lässt sich weder von Wind noch von Wellen noch von Sturm noch von irgendwas einschüchtern. Jesus hatte gelernt, auf Schlangen und Skorpione und jede Macht des Teufels zu treten. Und deswegen waren auch Lebensstürme für ihn kein Problem. Sie waren letztlich nur besiegte Feinde, die schon längst untertan waren. Und ihr lieben Freunde, das ist, was wir lernen sollen. Wenn wir Jesus vertrauen, mit ihm unterwegs sind, dann gilt uns das auch. Was mich so begeistert ist, Jesus weiß immer, wo du bist, trotz Dunkelheit, trotz Sturm. Jesus findet dich immer mitten im Sturm. Und hey, Jesus kommt aus dem Gebet zum Vater, zu dir. Und du kannst sicher sein, er betet für dich. Die Bibel sagt uns das im Römerbrief, dass er ununterbrochen für uns einsteht. Und wenn Jesus kommt, dann sagt er zu dir, fürchte dich nicht, weil er weiß, wer er ist. Er kündigt sich an mit Ich bin es. Ich bin, das war die Offenbarung, die Gott dem Mose gegeben hat. Ich bin, ich war, ich werde sein. Ich bin, der ich bin. Ich bin unveränderlich, immer der große, allmächtige, allwissende Herr. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Das ist der Herr, mit dem du unterwegs bist. Und er gibt dir seine Vollmacht. Er gibt dir die Macht. Ja, über die Finsternis zu triumphieren. Jesus hatte den Jüngern sein Wort gegeben. Nichts kann sein Wort aufhalten. Himmel und Erde vergehen, aber niemals sein Wort. Und er gibt dir auch diese Zusage. Und wenn er zu dir steht, dann steht er hundertprozentig zu dir. Fürchte dich nicht. Halte seine Verheißung fest mitten im Sturm und sei dir sicher, er sieht dich und er betet auch heute für dich. Der Römerbrief sagt, dass Christus ist gestorben, ja noch mehr auferweckt. Er ist zur Rechten Gottes, wo er sich für uns einsetzt. Ey, das begeistert mich. Du bist gar nie alleine. Der Herr ist immer auf deiner Seite. Und wenn du Jesus in deinem Problem sehen willst, dann musst du deine Denke verändern. Jesus ist nicht in deiner Schublade der Unmöglichkeiten zu finden. Er will dich zu einem Wind- und Wasserbändiger machen. Deshalb ist ein Fürchte dich nicht, ist es eingebunden mit einer Einladung, nämlich komm doch auch aufs Wasser. Tritt selber auf die Macht des Feindes, besiege selber die Angst, entdecke, dass diese Stürme der Feind nur benutzt, um dich einzuschüchtern. Er kann dir nicht schaden. Lukas 10, Vers 19 gehört dir, wo es heißt, siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben auf Schlangen und Skorpione und über alle Macht des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Heute gibt Jesus dir dieses Rhema-Wort. Komm, komm raus aus dem Boot der falschen Sicherheiten. Komm raus aus den Umständen der Angst. Komm raus
denn ich habe dir mein Wort gegeben und das ist die größte Sicherheit. Komm, meine Gnade reicht für dein Versagen aus. Komm, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Komm, meine Heilung fließt zu dir. Komm, meine Liebe heilt jedes Vergehen und jede Verletzung. Komm und folge mir heute voller Glauben neu nach. Jesus sagt zu dir, fürchte dich nicht. Der Feind, die Umstände, die Not, hey, selbst der Tod, alle sind sie besiegt. Du kannst heute den Teufel schocken, indem du mitten im Sturm deines Lebens raustrittst und sagst, Feind, ich komme im Namen des Herrn. Fürchte dich nicht. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.